Aloha, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserer Soul Couple Journey. Mittlerweile Folge Nummer 54. Falls auch du dich in Seelenpartnerprozessen oder in einer Dualseelenverbindung befindest und gerne wissen möchtest, wie es denn in den nächsten 7 Tagen in dieser Verbindung weitergeht, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass du hier vielleicht auch zum ersten Mal auf meinen Kanal Magical Skills bei Caro Tarot geführt wurdest. Wenn dies der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall kein Zufall, sondern pures Schicksal, da es hier definitiv ein paar wichtige Botschaften für dich gibt, die dich eben auch erreichen sollen. Entschuldigt bitte, dass ich die ganze Zeit so lachen muss, aber mein Hund... der ist einfach der Allerherzte. Okay, ja, meine Lieben, ich freue mich, dass es jetzt hier wieder weitergeht, wie jeden Mittwoch. Und wie du siehst, habe ich hier auch schon wieder die Herrscherin als auch den Herrscher hingelegt. Das sind die Hauptcharakterenkarte, um die es eben in dieser Soul Couple Journey, in dieser Seelenpartnerreise eben geht. Diese beiden Charaktere haben sich selbst in der ersten Folge ausgesucht. Du schaust hier eine Videoserie und du kannst auch gerne mal in der Playlist schauen, ob es denn vielleicht ein Video aus dieser Serie gibt, was dich vielleicht vom Titel her anspricht oder vielleicht auch eine Zahl, die für dich hier eben markant ist. Und dann schau auch gerne nochmal in ältere Videos rein, denn auch da wird es auf jeden Fall der Fall sein, dass es eben noch eine wichtige Botschaft für dich gibt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht bei diesem so wunderschönen Wetter, beziehungsweise da ich ja wirklich ein ziemlich breites Spektrum an Zuschauern habe, kann es ja auch sein, dass du nicht in Deutschland lebst und dass bei euch vielleicht das Wetter gar nicht so gut ist. Aber hier ist momentan super Frühlingswetter. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was sich jetzt hier zeigt. Liebe Grüße auch an alle meine Schweizer Zuseher, als auch aus Österreich und mittlerweile auch aus Dänemark und Norwegen. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich freue mich wirklich sehr. Ah ja, und auch an alle Italiener und Spanier, liebe Grüße und schön, dass ihr meinen Kanal verfolgt. Lieber Spirit, ich bitte dich um deinen Schutz und ich bitte um ein klares, deutliches Reading, um zu erfragen, was zeigt sich in den nächsten 7 Tagen. Und ich bitte um Anwesenheit meiner lichtvollen Guides. Vielen lieben Dank. Ja, wir legen wie immer mit The Good Tarot. Wenn es dich interessiert, wo du dieses so wundervolle Kartendeck beziehen kannst, dann findest du da weitere Informationen in der Infobox. Die Infobox findest du wiederum da, wo der Videotitel steht. Da ist so ein kleines Wörtchen, das heißt mehr. Und wenn du da draufklickst, dann öffnet sich erst so eine kleine Lasche. Und wenn du da dann nochmal auf mehr gehst und dann erst kommst du leider in die Infobox. Da findest du auch Infos über meinen Telegram-Kanal. Auch vielen lieben Dank, dass es hier immer mehr Leute werden, die zu mir finden. Es freut mich enorm. Also vielleicht hast ja auch du Lust, in eine gescheite Telegram-Gruppe mit reinzuspringen. Dann hau rein. Und ansonsten, wenn du Interesse an einer privaten Legung hast, genau, da wollte ich das auch gerne nochmal aufgreifen, dann wendest du dich am besten an meine E-Mail-Adresse. Diese lautet c.caro.tarot@gmail.com. Allerdings ist es so, ich bin jetzt durch nach meinem Urlaub mit den ganzen E-Mail-Anfragen und ich bin mittlerweile bei Juni mit den Kartenlegungen, also Anfang bis Mitte Juni. Wenn dir das nicht zu lange ist, dann schreib mir am besten jetzt eine E-Mail und ja, ansonsten warte eben, bis es Juni ist und dann melde dich, aber es ist so, dass ich wirklich jeden Tag Anfragen bekomme und insofern rate ich euch, wenn ihr eine Legung noch haben möchtet dieses Jahr, dann wendet euch am besten auch jetzt schon an mich, weil sonst kann ich euch nicht garantieren, dass ich euch aktuellen Termin anbieten kann. Das tut mir auch wirklich leid, aber wie ja viele wissen, bin ich ja auch noch neben meiner Selbstständigkeit auch noch im Berufsleben.
Und insofern schaffe ich halt einfach nicht mehr Legungen, ne? Und ich mache auch, mir ist halt einfach die Qualität wichtig und nicht, dass ich euch hier wie eine Ware übers Kassenband ziehe, ja? Okay, dann, lieber Spirit, ich möchte nun ganz gerne wissen, was zeigt sich denn hier in unserer Soul Couple Journey für die nächsten kommenden 7 Tage? Ganz kurz noch für diejenigen, die sich hier zum ersten Mal zu mir gefunden haben oder zu dieser Videoserie. Es geht hier wirklich rein um besondere Beziehungen und besondere Beziehungen sind für mich Seelenpartnerverbindungen und auch Dualseelenverbindungen. Ich habe das Wort Twin Flames oder Zwillingsflammen aus meiner Soul Couple Journey verbannt. Das ist eine ganz andere Energie. Ich habe mir das mal in einem Wochenendretreat ein bisschen näher angesehen, diese ganzen Konstellationen. Und ich finde die Energie komplett anders bei Zwillingsseelen als bei Seelenpartnern und Dualseelen. Und ich möchte mich darauf konzentrieren. Und wenn du aber auf eine Zwillingsflamme schaust und dennoch zu diesem Video hier gefunden hast, dann hat es auf jeden Fall einen Grund. Und du kannst übrigens auch diese Videoserie sehr gut sehen, wenn du Single bist und gar keinen Partner hast oder auch niemanden, auf den du gerade schaust, weil dann stehen nämlich hier diese beiden Charaktere für dich selbst. Nämlich einmal für dein weibliches Prinzip und auch dein männliches Prinzip in dir. Und es ist auch so, das hat sich auch öfter jetzt in den letzten Monaten gezeigt, dass sich hier auch für Singles, neue Partner ankündigen. Weil wir sind gerade in einem Neuerungsprozess, beziehungsweise wird jetzt Altes absterben und Neues beginnen. Und das zeigt sich tatsächlich auch in der Soul Couple Journey, beziehungsweise auch in diesen Seelenpartnerprozessen, dass sich jetzt eben Seelenpartner trennen und neue Seelenpartner sich magnetisch anziehen. Und wie gesagt, das hat auf jeden Fall einen Grund, warum dich dieses Video eben angesprochen hat und dann bleib eben einfach dran. Gut, nun möchte ich ganz gerne mit der weiblichen Seite beginnen. Lieber Spirit, um welche Energien geht es hier für die Herrscherin, für die weibliche Polarität in den nächsten 7 Tagen? Wir haben hier einmal den Ritter der Stäbe, dann haben wir 5 der Kelche und eine Karte bitte noch. Und wir haben den Call. Okay, sehr interessant. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne noch 3 Karten für den Herrscher. Was zeigt sich gerade für die männliche Polarität? In welcher Energie ist gerade der Herrscher unterwegs zu seiner Herrscherin hin, beziehungsweise welche Themen beschäftigen die männliche Polarität gerade? Welche Botschaften möchten hier raus? Wir haben wieder die Liebe. Die hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der letzten Legung. Dann haben wenn es jetzt wieder so weitergeht. Wir haben wieder nur Trumpfkarten bis jetzt auf der Seite des Herrschers, okay? Und eine Karte bitte noch. Ich bin gespannt. Was zeigt sich hier? Und wir haben 4 der Stäbe. Wow, das ist aber schön. Okay. Gut, und im Outcome haben wir den Magier. Interessant. Okay, dann möchte ich ganz gerne noch, um diese Legung abzurunden, ganz gerne schauen, was verbindet euch beide miteinander? Und was nehmen wir denn da heute? Ich bin mir nicht gerade ganz schlüssig. Okay, ich mache es jetzt einfach so. Ich nehme jetzt noch 2 Kartendecks dazu. Und zwar sind es hier einmal die Karten von. Ah, ich halte es euch einfach in die Kamera. Hier Wisdom of the Oracle von der Colette Baron Reed. Und als anderes Kartendeck nehme ich noch die Liebeskarten vom Chuck Spezzano dazu und ziehe dann noch eine Liebeskarte für euch beide. Oder beziehungsweise machen wir das wieder am Schluss, einfach mal zu gucken, welche Nachricht hast du noch an ihn und er noch an dich. Machen wir es doch so. Was verbindet euch beide in den nächsten 7 Tagen oder generell in der Grundenergie, die jetzt hier um euch rum ist?
Was verbindet euch beide? Großes Schweigen. Okay, und da haben wir es auch schon. Also, euch verbindet Treasure Island. Oh, das passt ja sehr gut zu euch. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, meine Lieben, also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz besondere Legung auf dem Tisch. Also alleine diese Karte hier, Treasure Island, bedeutet eben die Schatzinsel, ja, und interessant auch an dieser Karte ist eigentlich alles, ja. Wir haben hier auch die 9 und die 9 ist eben auch die bedingungslose Liebe, beziehungsweise geht es hier auch um Reisen, um Wachstum, um Fruchtbarkeit und aber auch daraus eine Lehre aus etwas zu ziehen. Und wir haben hier auch die Schildkröte, auf deren Panzer eben dann dieser Schatz eben auch abgebildet ist. Und diese Schildkröte wird eben dargestellt als diese schwimmende Schatzinsel sozusagen. Und das zeigt mir auch nochmal, also die Karte ist einfach perfekt, ja, zeigt mir eben auch nochmal, dass es hier ein sehr langsamer Prozess ist, der zwischen euch beiden abläuft. Und das ist auch eigentlich, ich sag mal, immer der Fall bei Seelenpartnerverbindungen und auch bei Dualseelenprozessen, dass das Ganze eben schon recht langsam oder schleppend vorangeht auch, ne? Auch gerade wenn ihr euch öfter mal in On-Off-Phasen befindet, ja, zeigt es eben auch, dass die Entwicklung von dir als auch von deinem Gegenüber hier eben nicht rasant stattfindet, sondern eben, wie gesagt, in einer Slow-Motion-Energie, ja. Ansonsten möchte dir diese Karte Treasure Island eben aber auch unbedingt sagen, dass es jetzt gerade für euch beide geht, auch mit dem Magier, noch im Outcome hier dazu, dass ihr, wenn du dich jetzt gerade in einer Verbindung mit deinem Gegenüber befindest, weil ich habe auch sehr viele Paare, die diese Legung hier sehen, dann ist es so, dass du eben neue Seiten deines Partners gerade am Entdecken bist und dein Partner ebenso. Ja? Also ihr entdeckt neue Charakterzüge aneinander, man verändert sich ja auch mit der Zeit und auch das habe ich ja auch eben hier gerade beschrieben, dass ihr euch auch beide unabhängig voneinander auch näher kommt, also näher eurem Selbst näher kommt und euch auch besser kennt, euch vielleicht auch hoffentlich authentischer zeigt. Und das ist sehr, sehr schön, dass selbst wenn du jetzt hier schon längere Zeit in einer Verbindung oder in einer Ehe bist, dass du eben dein Gegenüber hier als eine Schatzinsel sozusagen erkannt hast. Das ist ganz, ganz süß. Und diese Karte bedeutet eben auch in der klaren Übersetzung Love is in the air. Ja, also dass eben die Liebe hier um euch herum ist. Und selbst wenn du jetzt, wie gesagt, hier zusiehst und Single bist und keinen Herzensmensch hast, dann sei nicht traurig, denn hier liegen wirklich sehr, sehr schöne Karten, dass sich das nämlich jetzt für dich auch ändern wird, ja. Also, aber jetzt gerade noch mal kurz, solange du dich jetzt noch in einer Beziehung befindest oder in einer Ehe, dann zeigt es nicht nur, dass ihr neue Seiten aneinander entdeckt, sondern eben auch, dass ihr wirklich in eurem Gegenüber jemanden gefunden habt, mit dem ihr ein festes Fundament gründen könnt oder wo ihr dieses eben auch schon gegründet habt und darauf eben auch aufbauen könnt, weil es ist eine sehr sichere Verbindung, die sich hier zeigt für euch beide. Also lasst dein Herz offen, wenn dein Herz offen ist und wenn dein Herz geschlossen ist, dann öffne jetzt dein Herz für die Liebe, zelebriere die Liebe und eben auch das, was sie dir lehrt, ja. Und der Magier, der steht ja auch immer für seine Möglichkeiten und auch, dass du sozusagen in diesen nächsten 7 Tagen auch das Unmögliche möglich machen kannst oder auch, dass es nicht aus deiner Intention heraus geschieht oder durch dein Handeln geschieht, sondern dass hier eben diese schwimmende Schatzinsel sich jetzt auf dem geraden Weg zu dir hin bewegt. Ja? Also hier ist ein neuer Seelenpartner oder vielleicht sogar auch deine Dualseele, weil wir hier auch nochmal die 9 haben, die für die bedingungslose Liebe steht, hier auf dem Weg zu dir ist. Und wenn es hier
keinen Weg zwischen euch beiden gibt, weil ihr in einer Ehe oder in einer Partnerschaft seid, dann entdeckt ihr eben hier diese neuen Zeiten und du wirst sehen, dass ganz neue Möglichkeiten eben durch dieses Entdecken von neuen Zeiten in eurer Beziehung vielleicht auch möglich sind. Ja, also dass ihr euch vielleicht, dass ihr gerade etwas Neues erforscht. Das kann also auch sein, dass ihr auf Reisen seid, ja, und hier etwas Neues entdeckt für euch, also neue Gefilde entdeckt, dass ihr im Alltag entdeckt habt, dass ihr vielleicht ein gleiches Hobby miteinander teilt, dass ihr vielleicht eine neue Sexualität leben wollt und euch diesen Fetisch beide hingebt. Auch so etwas kann hier eben mit angesprochen sein. Da das eine Kollektivlegung ist, kann ich jetzt natürlich nicht alle Möglichkeiten aufzählen, aber ich denke, ich habe schon mal euch einige Beispiele jetzt so mitgenannt. Ja, dann möchte ich nun ganz gerne auf die Seite der Herrscherin kommen. Und zwar haben wir hier den Ritter der Stäbe, wir haben 5 der Kelche und wir haben mit dem Call, das ist das Gericht. Es gibt ein paar Karten in The Good Tarot, die heißen einfach anders, weil es eben ein gutes Kartendeck ist, sage ich mal. Es gibt hier auch keinen Teufel und es gibt hier auch kein Gericht im Sinne von das letzte Urteil ist gesprochen, aber dennoch ist diese Karte der Call eben auch immer ein Ruf, dem du jetzt folgst. Und ich sehe hier eben auch mit 5 der Kelche zwischendrin, dass es hier, meine liebe Dame, für dich sein kann, dass du in den nächsten 7 Tagen irgendeine Botschaft bekommst, die dich hier vielleicht auch ein bisschen traurig stimmt, beziehungsweise könntest du hier enttäuscht sein von etwas, ja? Du könntest hier etwas als einen Verlust wahrnehmen. Und was mir hier eben jetzt so in diesen Kontext reinkommt, ist eben, dass es sein kann, dass du über einen anderen Menschen eine falsche Vorstellung hattest. Und insofern ist das wirklich eine positive Karte, weil dir wird jetzt bewusst, dass du dich eben voll und gänzlich in diesem Gegenüber hier getäuscht hast, ja. Es kann auch hier gut für dich der Fall sein, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst, dass es hier gar nicht um dein Gegenüber geht, also den Herzmensch, auf den du jetzt hier eigentlich schaust in dieser Soul Couple Journey, sondern weil der Ritter der Stäbe ist auch eine Personenkarte. Es kann hier gut sein, dass du es mit Löwe, Widder, Schütze zu tun hast oder eben auch mit einer sehr impulsiven Person. Das ist auf jeden Fall oftmals ein sehr attraktiver Mann. Das Schlimme ist nur, dass dieser Mann leider weiß, dass er gut aussieht und das eben halt mit einem riesen Ego meistens noch gepaart auch nach außen präsentiert und sich eben auch entsprechend verhält. Und ich nehme das hier so wahr, dass du hier vielleicht dachtest, du wirst diesen Mensch hier näher kennenlernen oder hier wird sich vielleicht etwas mit diesem Menschen entwickeln. Aber diese Sache, wirst du in den nächsten 7 Tagen sehen, wird sich nicht so entwickeln für dich, wie du das erhofft hast. Und das ist gut, weil hier wird nämlich ein Ende dieser Täuschung endlich geschehen. Ja, also du bist dann nicht mehr in diesem falschen Bildnis über diesen Mensch, sondern du weißt jetzt, was Sache ist. Ja, natürlich kann das auch sein, weil Ritter stehen eben auch immer für Botschaften oder für Nachrichten, die man eben bekommt und dass es hier eben auch der Fall ist, dass hier in den nächsten 7 Tagen jemand auf dich zukommt und dir hier ein Angebot unterbreitet und du diese Person bist, die dieses Angebot oder diese Nachricht oder vielleicht auch den Anruf ablehnt, ja. Vielleicht guckst du auf dein Handy und du siehst, okay, hier ruft mich jemand an, der vielleicht, mit dem du schon seit Monaten, Wochen oder vielleicht sogar Jahren keinen Kontakt mehr hast. Und der erste Impuls, der für dich reinkommt, ist, ich gehe da jetzt nicht dran. Ich kann mir das jetzt nicht geben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht bist du auch total aufgeregt, ja. Oder du weißt eben halt einfach nicht, wie du mit dieser Nachricht umgehen sollst. Beziehungsweise ist es hier auch der Fall, dass wenn du diese Nachricht von deinem Herzensmensch bekommst und das eben dein Seelenpartner oder deine Dualseele ist, dass du hier sagst, okay, für mich gibt es hier kein Vorankommen mehr, ja.
dass der Call für dich in dieser Hinsicht eben der ist, dass du sagst, das ist für mich jetzt das Ende hier. Ich möchte hier keine Lösung mit diesem Mensch finden oder ich kann mit diesem Mensch keine Lösung finden. Und du fühlst dich hier auch höchstwahrscheinlich missverstanden oder auch ungerecht behandelt. Vielleicht hatte ich hier eben auch, wie gesagt, jemand ewig lang auf die Wartburg gesetzt oder beziehungsweise du hast dich von diesem Mensch auf die Wartburg setzen lassen. Das habe ich ja schon öfter in den letzten Monaten jetzt auch schon beschrieben, dass ihr beide euch sozusagen auf zwei verschiedenen Inseln befindet und du dich als Herrscherin jetzt aber hier auch schon eine längere Zeit aufgemacht hast, um eben neue Männer hier kennenzulernen, weil du eben auch verstanden hast, dass du nicht ewig Zeit hast, hier auf irgendjemanden zu warten, dem du ja scheinbar nicht wichtig genug bist, dass er jetzt endlich in die Pötte kommt. Ob das jetzt was damit zu tun hat, dass dieser Mensch keinen Zugang zu seinen Emotionen oder Gefühlen hat und er deswegen nicht durch diesen reißenden Strom zu dir geschwommen ist oder eben andere Gründe hier der Grund dafür waren, ist letztendlich ja auch wirklich egal, weil er hat es halt einfach nicht geschafft, sich in einer gewissen Zeitspanne bei dir zu melden, wo du noch gesagt hättest, okay, das wäre für mich noch hinnehmbar gewesen, ja, und jetzt ist es eben für dich auch zu spät, ja, aber ich krieg das hier eher so rein, dass du eben hier Interesse an einem Löwe, Widder oder Schütze hattest oder auch dieser Mensch ein sehr großes Interesse an dir hier bekundet hat und du, wie gesagt, hier vielleicht ein falsches Bild von diesem Menschen hattest, weil du vielleicht geblendet wurdest von seiner Schönheit, von seinem Charisma, ne? Also ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Feuerzeichen, weil sie halt einfach auch sich oftmals nicht so zeigen, wie sie wirklich sind. Und vor allem sind es Menschen, die ihre Intention nicht klar nach außen hin kommunizieren. Das liegt auch manchmal daran, dass sie es selber nicht besser wissen oder gar nicht wirklich wissen, wo es denn für sie hingehen soll. Aber das ist ja in dem Moment hier auch nicht dein Problem. Aber mit 5 der Kelche ist hier ganz klar angezeigt, dass du eben diese Situation verlässt oder hier etwas in den Verlust gehen lässt. Ja, das kann wie gesagt eine Nachricht sein, ein Anruf oder eben auch ein Treffen mit diesem Mensch, das du eben absagen wirst, weil dir eben vielleicht auch durch diese Person erst bewusst wurde, wie sehr du immer noch emotional hier an deinem Herrscher hängst, an diesem Seelenpartner, an deiner Dualseele, ja. Wenn das deine Dualseele ist, dann ist es sowieso klar, dass es nie wieder einen Menschen in deinem Leben geben wird, für den du eine größere Liebe empfindest als für diese Person. Weil ihr seid ja eine Seele, die am Tag der Inkarnation hier auf der Erde getrennt wurde und ihr habt sozusagen wieder zueinander gefunden. Und es ist auf jeden Fall möglich, dass sich Dualseelen im Laufe ihres Lebens so weit entwickeln, dass sie eben in eine ganz wundervolle und wirklich göttliche Beziehung übergehen können. Allerdings ist das wirklich ein Prozess und das ist auch nie leicht und es ist auch verbunden mit viel Kummer, Leid und Sorgen. Und manchmal braucht es da eben auch Menschen im Außen, die uns dabei helfen, uns darüber klar zu werden, wie wichtig uns denn andere Menschen sind. Weil wir oftmals selbst unsere Gefühle hier eben nicht ganz so wahrnehmen können, wie sie denn eigentlich sind. Ja, das hatten wir ja bei dir auch schon öfter gehabt, dass auch du hier Schwierigkeiten hast, in deine Gefühle hier wirklich reinzugehen oder dir dessen überhaupt hundertprozentig bewusst zu sein, was du denn eigentlich fühlst, ja. Aber ich nehme halt hier wahr, weil euch beide verbindet diese Schatzinsel, dass euch beide verbindet, dass ihr euch nichts sehnlicher wünscht, als den anderen wieder in eure Arme zu schließen. Und du spürst es auch, dass diese Liebe mittlerweile wirklich auch wieder in der Luft liegt und vielleicht benötigt es hier oder hat es eben für dich hier diese eine Person gebraucht, der dir vielleicht nochmal irgendwas Unschönes gespiegelt hat oder der dir vielleicht auch mit liebevollen Nachrichten gespiegelt hat. Ey, das ist einfach nett. Das Gleiche, wie wenn ich so eine Nachricht von meinem Herzensmensch bekomme und ich habe einfach nicht die gleichen Gefühle hier für jemanden wie für meinen Herzensmenschen.
Also ganz, ganz interessant, ja. Schau mal bitte, in welcher Konstellation du dich hier eben auch befindest, ja. Und der Magier weist auch nochmal darauf hin, liebe Herrscherin, dass es auch an der Zeit ist, für dich eben auch nochmal deine ganzen Fähigkeiten, die du jetzt neu auch erlernt hast, eben auch dafür zu nutzen, deine Ziele, die du hast, vielleicht haben sich diese auch verändert, das nehme ich hier nämlich auch so wahr, auf einer anderen Ebene, dass du deine Skills, deine Fähigkeiten, deine Attribute nutzt, um eben deine neuen oder auch alten Ziele zu erreichen. Und ich nehme halt hier diese Schatzinsel eben auch als eine Art Wunscherfüllung wahr oder eben auch ein Ort oder eben diese Person, wo du wieder hinkommen möchtest, ja. Und dass dich der Spirit jetzt dabei unterstützt, dass ihr jetzt wieder zueinander findet, dass ihr jetzt wieder magnetisch angezogen werdet, obwohl ihr in den letzten Wochen ja eher so voneinander weggedriftet seid und jeder so sein eigenes Spiel gespielt hat, um sich hier eben auch nochmal weiterzuentwickeln. Und in dieser Weiterentwicklung wurde dir eben klar, was du vermisst und was du eigentlich wirklich brauchst, um glücklich zu sein. Und es ist eben scheinbar diese Person, ja. Okay, bitte beachte auch, dass es hier sein kann, dass die Rollenangaben vertauscht sind, also dass ich hier vielleicht gerade auch deine Situation als Mann hier beschrieben habe und oder hier eben, oder wenn ich jetzt hier zum Herrscher komme, eben deine weibliche Seite beschreibe. Das kann durchaus der Fall sein, ja. Und jetzt kommen wir hier zum Herrscher. Wir haben hier insgesamt vier Trumpfkarten, was eben bedeutet, dass auch diese Legung wieder ein starkes Gewicht hat in der Hinsicht, dass sie etwas länger als 7 Tage gültig ist und eben auch, dass sich hier etwas fundamental verändert. Und wenn irgendjemand momentan in fundamentalen Veränderungen ist, dann ist es auf jeden Fall dieser Mensch hier. Wenn du jetzt hier zu mir gefunden hast und hier dich als Herrscher siehst oder auch von mir aus als König, der hier eben in einer Seelenverbindung oder in einer Dualseelenverbindung mit jemandem ist, dann bist du gerade in wirklich krassen Umwälzungsprozessen. Ja, also das ist ein Transformationsprozess, den du hier durchläufst. Und dieser Transformationsprozess bezieht sich auf die Liebe. Und du liebst diese Person abgöttisch, ja. Wir haben das hier wirklich, also bessere Karten kann man hier sozusagen gar nicht haben. Also das bist du, lieber Herrscher, und das hier ist deine Herrscherin. Also das ist auf jeden Fall eine Person, die du schon mal kennengelernt hast. Das nehme ich hier ganz klar wahr. Es kann sein, dass du diesen Mensch noch nicht lange kennst, weil das zeigt mir hier eben auch die Welt. Weil die Welt ist auch immer eine Karte, dass irgendein alter Zyklus abgeschlossen wird und etwas Neues jetzt beginnt. Und es passt wirklich hervorragend auch jetzt in diese Osterwoche rein, weil es ist, wie diese Ostergeschichte in dem christlichen Glaube ja auch beschreibt, einfach ein Sterbe- und Werteprozess und dass wir im Winter sterben und im Frühjahr neu geboren werden. Du kannst es auf alles im Leben übersetzen und du wirst sehen, dass ich definitiv recht habe. Und ich finde es auch so extrem krass, dass sich diese Energien jetzt auch hier in den 6 Karten oder in den 8 Karten von mir aus hier auch jetzt so zeigen, ja. Dass ihr beide sozusagen eine Schwelle übertreten habt in eine neue Welt. Aber ihr habt euch nicht verloren in dieser Welt, sondern ihr seid jetzt gerade so am Umschauen. Jeder für sich, aber ihr seid beide über diese Schwelle gegangen, ja. Und weil ihr eben beide in Liebe seid. Ich nehme auch hier so wahr, dass dein Gegenüber, wenn ihr jetzt gerade nicht in einer Beziehung oder in einer Ehe seid, sondern in der Kontaktlosigkeit seid, dass auch er alles probiert hat, um dich zu vergessen. Wirklich alles. Ihr könnt euch auch immer die Karten spiegeln. Es kann auch gut sein, dass bei deinem Gegenüber hier eine Frau am Start war,
die eben hier auch voller Leidenschaft auch vielleicht auch in eurer Beziehung gegrätscht ist oder eben die sich kennengelernt haben und aber auch er eben für sich erkannt hat, dass es eigentlich keinen besseren Menschen für ihn gibt als dich, weil er kommt immer wieder zu dir. Egal, wenn dieser Mensch morgens aufwacht, ist es hier gut der Fall, dass du hier wirklich sein erster Gedanke bist. Aber was ich dir hier fast garantieren kann, ist, dass du auf jeden Fall sein letzter Gedanke bist, wenn er abends zu Bett geht. Ja? Also selbst wenn es eine Zeit gab, wo neben diesem Mensch eine andere Person gelegen hat und nicht du, hat sich dieser Mensch jeden Tag dich gewünscht. Und ich finde es eigentlich schlimm und ich finde es auch erbärmlich, wenn man in eine andere Beziehung geht oder was auch immer, Affäre, nur um sich abzulenken von anderen Personen und während man bei jemanden ist, an jemand anderen denkt. Ich persönlich finde es eine ganz schlimme Vorstellung, aber das geht super vielen Menschen so. Und gerade auch in diesen Seelenverbindungen ist es sehr oft der Fall, weil wir eben die Sehnsucht nach diesem anderen Partner hier nicht erfüllt bekommen, aus welchen Gründen auch immer, weil ihr beide nicht bereit seid füreinander, weil ihr beide gerade andere Aufgaben zu erledigen habt, ja. Aber sei bitte so gut und sei immer offen und ehrlich zu deinem Partner, den du jetzt an deiner Seite hast und lüge hier niemanden ins Gesicht, ja, und denke dabei noch an jemand anderen, ja. Also dann sollte man vielleicht auch mal so ehrlich und so offen sein, zu sagen, okay, dann ist das jetzt eine Phase in meinem Leben, wo ich vielleicht auch lieber mal alleine bleibe, bis ich mir über meine Gefühle klar geworden bin. Und hier wird sich ja auch jemand klar hinsichtlich seiner Gefühle, weil man nämlich hier auch, wie gesagt, mit der Welt und auch mit 4 der Stäbe erkennt, dass das eigentliche Fundament, was man hier mit jemand aufbauen ist, das ist halt mit dir und nicht mit irgendeiner anderen x-beliebigen Person. Ja, weil hier kann niemand deinen Platz einnehmen. Ich nehme das auch hier so von der männlichen Seite so wahr, dass er dir vielleicht auch manchmal gesagt hat, du bist doch eine Hexe oder du hast mich doch verflucht oder du, was hast denn du mit mir gemacht, dass ich nicht von dir loskomme, dass ich immer noch an dich denken muss. Vielleicht auch so richtig in so einem vorwurfsvollen Ton, das kann echt der Fall sein, ja. Dieser Mensch glaubt von dir, dass du übernatürliche Fähigkeiten hast und ihn in dieser Verbindung mit dir hältst. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Also es kann natürlich auch für einige zutreffen, dass du vielleicht solche, wie heißt es denn? Genau, dass du solche Rituale durchgeführt hast. Also ich hoffe es zumindest mal nicht, weil das wird definitiv immer 10-mal so stark auf dich zurückfallen und von Liebesritualen würde ich mal sowieso meine Finger lassen. Das ist halt eigentlich eine ganz goldige Erklärung für ihn, damit er sich das seinem Verstand hier erklären kann, weil dieser Mensch versteht es einfach nicht, warum der nicht von dir wegkommt. Ich meine, der versteht es schon in dem Sinne, du bist super attraktiv, du bist äußerst charismatisch, ja. Du bist ja nicht für umme die Herrscherin hier. Du hast die Attribute aller 4 Fähigkeiten aus dem Tarot in dir. Du trägst auch alle 4 Königinnen in dir, ne? Du kannst leidenschaftlich sein, du kannst aber auch super familiär sein, du kannst liebevoll sein, aber auch einfach der allerletzte Mensch in deinem Verhalten, ja. Du hast so ein breites Spektrum an Charakterzügen, aber auch in deiner Optik. Dieser Mensch mag einfach jede Seite von dir und es kotzt ihn einfach an, ja. Er hat genauso wie du auch hier und ich sehe auch bei dir so eine gewisse, das ist zwar, ja, das kann schon auch eine Enttäuschung sein, was ich hier auch so wahrnehme, ja. Vielleicht auch durch einen anderen Mann, wo du gedacht hast, ja, der ist es jetzt, ne. Aber es hat sich halt dann doch anders entwickelt und auch so eine Enttäuschung, dass du dir auch denkst, warum komme ich denn nicht von dem Mensch hier los, ja? Und da seid ihr euch halt auch einfach wieder gleich, ja? Also in dem Moment, wenn du dich das fragst, denkt denn dieser Mensch genauso sehr an mich, wie ich an ihn? Dann kann ich dir diese Frage, obwohl ich dich nicht persönlich kenne, wahrscheinlich nicht, kann ich dir zu 100% mit Ja beantworten, weil es ist immer so, wie du fühlst über einen Mensch,
So fühlt die andere Seite auch über dich. Das sind hermetische Gesetze. Das kann man sich ganz leicht wissenschaftlich, aber auch spirituell erklären, dass das definitiv der Fall ist. Selbst wenn dieser Mensch, wenn das das Letzte wäre, was er zugeben würde, es ist aber so, ja? Okay, und ihm wird hier eben bewusst, wie stark diese Liebe zu dir ist. Du bist seine Schatzinsel, du bist die Person, bei der er alles findet, was er braucht. Also im Grunde wäre er mit dir auf diesem Schildkrötenpanzer einfach zufrieden. Natürlich vielleicht eher temporär und nicht bis ans Lebensende, ne, weil es ist schon, glaube ich, nicht ganz so einfach, mit jemandem auf einer einsamen Insel zu leben. Aber theoretisch jetzt nur im romantischen Sinne gesprochen, wäre das sein Traum, mit dir alleine zu sein, an einem Ort, wo niemand anderes zwischen euch reingrätscht, knallt oder irgendwas dazu zu sagen hat, keine äußeren Konventionen, sondern dass ihr euch eurer reinen, puren Liebe hingeben könnt, ja. Also hier ist jemand wirklich richtig verliebt in die, ich sag jetzt mal, Illusion, mit dir hier wieder in eine feste Partnerschaft gehen zu können, ja. Und man möchte hier eben, wie gesagt, mit der Welt etwas abschließen und einen neuen Zyklus beginnen. Dieser Mensch möchte, dass ihr nochmal von ganz vorne anfangt. Und das zeigt mir nämlich auch hier, mit Vier der Stäbe, weil das Vier der Stäbe ist so ein Fundament, ja. Das ist eine Karte auch für Feste oder für Feierlichkeiten. Es kann ja auch gut sein, dass ihr jetzt eben auch Ostern miteinander verbringt, ne? Also jetzt komme ich mal wieder davon weg, dass ihr gerade keinen Kontakt habt, sondern ihr seid in einer Ehe oder in einer Verbindung. Und dann wirst du eben auch bemerken, dass in diesen Feiertagen oder vielleicht auch, wenn ihr jetzt auf einer Reise seid, dass es eigentlich schon so ist, dass du dir vielleicht öfter mal was anderes gewünscht hast. Aber du weißt auch, dass es super schwierig bis fast unmöglich sein wird, dass du nochmal einen Menschen findest, zu dem du so viel Vertrauen hast, zu dem du... wo du so viele Aspekte findest, dass du eben sagst, okay, dieser Mensch erfüllt mir ja mehr oder weniger jeden Wunsch, ja, oder er ist oder sie ist das, was ich eigentlich von einem Traummann oder von einer Traumfrau haben möchte, ja. Und ich nehme das hier auch so wahr, es kann ja auch gut sein, dass du, wenn ihr jetzt gerade wieder keinen Kontakt habt, ich muss da halt immer hier ein bisschen hin und her switchen, weil es gibt halt welche, die sind in Kontakt und welche, die sind nicht in Kontakt, dass es hier auch sein kann, dass du diesen Mensch in den nächsten 7 Tagen oder auch etwas darüber hinaus bei einer Feierlichkeit oder bei einer Festlichkeit wieder sehen wirst. Und das wird dir hier ungelogen den Boden unter den Füßen wegziehen. Dieser Call, der wird so laut sein, vielleicht auch genau auf diese Feierlichkeit zu gehen, wo du sagst, nee, da will ich eigentlich gar nicht hin. Das kann hier auch eine Freundin sein, die dich hier einlädt und du sagst dir erstmal ab und du sagst so, nee, kein Bock, keine Zeit, was weiß ich was, ne? Aber der Call wird so laut sein, dass du sagst, okay, ich gehe dorthin. Und wenn das jetzt hier nichts mit einer Festlichkeit oder mit Feierlichkeiten zu tun hat, dann ist dieser Call eben der Call deiner Seele, weil hier möchte etwas zu einer Lösung, also hier möchte eine Lösung gefunden werden für eure Liebesthematik, ja? Beziehungsweise geht es hier auch um Sinnzusammenhänge, die hier gefunden werden. Und das nehme ich hier auch bei der männlichen Person so stark wahr, ja, dass man hier jetzt eben, weil man, dieser Herrscher ist ja gerade auch stark in seinen Gefühlen, erstmalig, auch übrigens seit über einem Jahr, lässt er das auch mal zu, weil er verstanden hat, er kommt nicht weiter mit seiner Sturköpfigkeit, mit diesem Modus, ich will vergessen, ich will verdrängen, kommt dieser Mensch nicht weiter. Und er hat gesehen, dass der einzige Weg ins Glück durch sein Herz folgt, indem er den Weg seines Herzens geht. Und da liegst halt du drauf. Du bist sozusagen der Weg seines Herzens. Natürlich gibt es noch andere Aspekte außer die Liebe, ja, das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber dieser Mensch hat hier eben für sich erkannt, wie sehr und wie tief er dich wirklich liebt. Und er möchte hier mit der Welt dieses ganze Alte mit dir abschließen und etwas ganz Neues beginnen.
Auch hier wird mir nochmal bewusst, wie viel Zeit hier eben auch vielleicht möglicherweise für einige vergangen ist. Also, dass du Monate oder Jahre hier von deinem Gegenüber nichts gehört hast, ja, oder eben diesen Mensch noch gar nicht wirklich gut kennst. Das kann hier auch für viele der Fall übrigens auch sein. Und dass man jetzt hier mit dir einfach bei Null anfangen möchte, ja. Man möchte mit dir ein neues Fundament gründen, auf dem eure pure Liebe und die Romantik und diese Liebe, die eben auch jetzt hier in der Luft liegt, sich dann eben auch zeigen darf oder kann. Das ist sozusagen die Geburt Jesu in eurer Liebe. Ja, so kann man das eigentlich jetzt mal ganz überdramatisiert auch so sagen. Ja, weil der Magier ist auch immer auch das Universum oder der Spirit, der hier im Hintergrund auch seine Strippen zieht und eben auch dafür sorgt, dass ihr beide euch eben entweder wieder zufällig begegnet oder es euch eben wie Schuppen von den Augen fällt, wie sehr und wie tief diese Liebe eigentlich zwischen euch beiden ist und dass ihr wie füreinander geschaffen seid, ja. So schön, das ist ja wirklich... Wie fühlst du für dein Gegenüber? Welche Botschaft soll ich hier überbringen? Oh Gott! Und wir haben hier ein Traum wird wahr. Und dein Gegenüber, wie fühlt er denn hinsichtlich deiner Person? Ein Blick in sein Herz für einen Moment. Eine Karte bitte. Wie fühlt dieser Mensch dir gegenüber? Was fühlt hier das männliche Kollektiv? Wow, und wir haben die Freude. Okay, meine Liebe, in irgendeiner Art und Weise ist dieser Mensch für dich eine Art Wunscherfüllung. Ne? Das habe ich dir jetzt vorhin auch schon lang und breit beschrieben. Auch hier haben wir die 22, eine Dualseelenzahl, die eben auch dafür steht, dass ihr beide zueinander gehört. Und du wirst sehen, es kann hier auch echt gut sein, weil hier haben wir nochmal einen Typ, der mit einem Blumenstrauß hier auf dich zukommt und du hast es hier irgendwie dir schon manifestiert. Vielleicht hast du ja auch manifestiert, dass diese Person hier erneut auf dich zugehen wird. Das kann jetzt in den nächsten 7 Tagen sein, aber wie gesagt, beachte, das kann auch ein bisschen länger gehen. Weil wir hier eben so viele Trumpfkarten haben und du wirst sehen, dein Traum wird hier wahr werden hinsichtlich Liebesangelegenheiten in diesem Seelenpartnerprozess. Bei deinem Gegenüber mit der Freude haben wir ganz klar, das ist eine schöne Karte, dass er eben auch in einer freudigen Stimmung ist, obwohl er hier gerade wirklich wahrscheinlich nicht Fleisch, nicht Fisch ist, ja, sondern halt irgendwas dazwischen. Der kann sich gerade selber einfach nicht wirklich beschreiben und auch nicht die Situation, in dem er emotional drinsteckt. Aber er weiß, dass wenn er hier mit dem richtigen Mindset dran geht und dass er dann eben das erreicht, was er möchte. Und er möchte ja hier auch wieder zu dir finden. Ja. Und auch die Freude, hier, die ich hier wahrnehme, ist die, dass wenn dieser Mensch an dich denkt, dann muss er lachen. Das erinnert mich gerade, oh Gott, Leute, ist das krass, an die, ich habe in meiner Community gerade vor ein paar Tagen ein Bild hochgeladen und da wollte ich gerne von euch wissen, ob es euch manchmal genauso geht. Und zwar ging es da um den Satz, Moment, ich suche das gerade nochmal raus, ich habe schon wieder vergessen. To think of you is to smile. Und es ist genau diese Energie. Also wenn, vielleicht könnt ihr euch ja auch wirklich gerade nicht sehen oder selbst wenn ihr euch jeden Tag seht, das ist wurscht. Ne? Dieser Mensch muss direkt lachen, wenn er an dich denkt. Warum auch immer, weil du so viel Liebe und Freude und tolle Gefühle in ihm auslöst. Und ihr könnt noch so eine schlimme Storyline erlebt haben, beide miteinander, mit echt schwarzen, tiefen Momenten, aber dieser Mensch erinnert sich immer an dein wunderschönes Lächeln, an deine Art und Weise, wie du lachst. Vielleicht hast du ja auch so ein ansteckendes Lachen oder er mag eben auch einfach deine freudige und leichte Art, die du eben auch so an den Tag legst, ja. Es ist so verrückt, wirklich. Also so eine schöne Legung wieder mal. Ich liebe einfach die Soul Couple Journey. Ich hoffe, euch geht's genauso. Also gebt mir bitte unbedingt einen Daumen hoch. Und falls du es immer noch nicht getan hast, abonniere meinen Channel. Weil dann verpasst du nämlich auch so tolle Sprüche nicht, die ich da ab und zu mal hochlade.
Weil das hat auch immer etwas mit der Zeitenergie zu tun. Ja, und vielleicht casht es dich ja auch so. Hier in der Mitte kannst du mir dieses Abo abreichen oder mir dalassen, in kostenloser Form natürlich. Und ansonsten, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt ganz, ganz wundervolle Osterfeiertage. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch bewegt, wie es euch mit dieser Legung geht. Und ich küsse dein Herz. Bis ganz bald. Namaste.